Hallo zu meinem heutigen Video. Heute mal wieder gibt es ein Grundlagenvideo zum Thema Sicherheit. Ich möchte einfach mal meine Sicht der Sicherheit heutzutage mal hier bekannt geben. Diese Sicht muss jetzt nicht mit eurer Sicht sich decken, aber ihr könnt ja euch mal Gedanken über meine Gedanken machen. Ja, das war ein schwieriger Satz, aber ich denke, grammatisch war der richtig. So, ihr habt jetzt im Hintergrund, habe ich mit Labyrinth hier mal so eine kleine Sache vorbereitet. Hier habt ihr einen Client-Rechner, also einen ganz normalen Desktop- oder Notebook-Rechner, den ihr zu Hause habt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr ein bisschen was für eure Sicherheit tut. Also ihr habt bestimmt auf eurem Rechner, gehen wir mal ein bisschen runter hier, machen wir das Diagramm ein bisschen größer, dass ihr hier schön auch was sehen könnt. So, ja. So, da habt ihr bestimmt hier, wie ich euch zeigen tue, ein paar Sachen bei eurem Rechner vorbereitet. Ich denke, nicht jeder hat seinen Rechner verschlüsselt. Ich habe meinen Rechner verschlüsselt, also eine Verschlüsselung ist für mich wichtig. Dann haben diejenigen, die meisten von euch wahrscheinlich, ich hoffe doch, ein Antivirusprogramm, besonders wenn Sie das Windows-Betriebssystem haben, aber mittlerweile auch die anderen Betriebssysteme sollten ein Antivirusprogramm installiert haben. Auch USB-Sticks, die ihr so mitnimmt oder so, die sollten meiner Meinung nach, sobald was Wichtiges drauf ist, verschlüsselt sein. Das ist sogar fast ein Muss, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich verschlüssel meine USB-Sticks und wenn die mal verloren gehen, kann man die sogar nicht mehr formatieren, also ohne dieses Passwort. Im Prinzip ist dieser USB-Stick für den Finder, also er kann damit nichts tun, außer er hat da Hacker-Tools oder so, aber der 0815-User hat das nicht, das wissen wir. Und euer Rechner ist hoffentlich auch passwortgeschützt, ja, und zwar nicht nur wegen euren Kindern, sondern, ja, ich weiß ja nicht, diese Vertrauensbasis, Freunde können kommen, können gehen. Ich meine, ich bin so jemand, mein Rechner, der ist für mich und kein anderer sollte da drauf sein. Und dann gibt es noch mehrere, ich habe jetzt einfach mal ein paar genommen. Da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, wie man seinen Rechner natürlich erstmal in den eigenen vier Wänden so schützen kann. Und wenn es ein Notebook ist, dann sollte man vielleicht wirklich auch noch ein BIOS-Passwort oder so hinterlegen. Eine Verschlüsselung sollte man sich unbedingt überlegen. Klar, Antivirusprogramm, eine Firewall und solche Sachen sollten unbedingt heutzutage auf euren Rechnern selbstverständlich sein. Dann habt ihr erstmal so einen Grundschutz. Wo hört dieser Grundschutz auf? Wo ist es dann nur noch ein Grundschutzgegaukle. Also man weiß ja schon, dass Windows-Betriebssysteme, ja, dass Microsoft selber auch eine Zeit lang oder immer noch mit NSA zusammenarbeitet. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, mir ist egal, wie NSA meine Daten habt, das ist natürlich euer Zeugs, das müsst ihr wissen. Manche haben es nicht so gerne. Auch wenn sie nichts zu verbergen haben, schätzen viele Menschen noch ihre Privatsphäre und möchten eigentlich nicht, dass jemand anders irgendwie an ihre Daten kommt. Dann sollte eben dieser Schritt zum Web, hier könnt ihr es sehen, dieser Schritt zum Web sollte dann wirklich gut durchdacht sein. Denn sobald ihr im Internet seid, kommen dann natürlich Sachen auf euch zu oder sagen wir lukrative Dinge, wo dann jeder sagt, ja, wie macht man das? Man geht hin, geht ins Web. Alle Freunde sind bei Facebook, dann haben manche Dropbox oder ähnliche Dienste. YouTube ist, sag ich mal, wirklich ersetzt bei vielen schon den Fernseher. Dann twittert man gerne vielleicht und hat dann Instagram. Diverse Cloud-Dienste eben zählt auch so Instagram und so. Und dann ganz wichtig, was viele unterschätzen, ist natürlich auch Mail. Viele mailen unverschlüsselt die wichtigsten Sachen, private Sachen hin und her oder auch Bankdaten, Telefonnummern, PIN-Nummern und diverses. Mir fällt das jetzt nicht alles ein, aber es gibt sehr viele Sachen, die man wirklich hier ja im Web tut. Mail, GMX.net oder egal was es ist, man nutzt es und keiner denkt eigentlich wirklich an die Verschlüsselung. Wenn ihr wüsstet, wie einfach es ist, wenn euer Rechner, ich
mache das hier alles mal ein bisschen größer und mittiger, dass man das alles auf einen Blick hier sieht. Vielleicht schaffe ich das hier. So, das schaffe ich sogar, ja. Wenn euer Rechner hier, ja, einen Trojaner oder einen Virus oder so habt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie einfach es ist, einfach sich hier dazwischen zu schalten und einfach die Mails mitzulesen. Besonders wenn sie nicht verschlüsselt sind. Das geht einfach. Auch kann man euer Facebook-Account eben hacken. Man kann euer Dropbox-Account hacken. YouTube. Ich möchte hier keine Panik machen. Die meisten Menschen haben ja einen gesunden Menschenverstand, schützen ihre Rechner, hoffe ich doch, und gehen, sag ich mal, auch mit privaten Daten ein bisschen, ja, vorsichtig um. Und dann besteht eigentlich eine geringe oder sehr geringe Gefahr. Viele sagen, ja, ich bin ja nicht so wichtig, wer soll mich schon hacken? Aber wenn es mal dann so weit ist, dann ist man selber meistens erstaunt, was für Dinge in der Öffentlichkeit geraten können, was man eigentlich gar nicht so wollte oder will oder was einem nicht so angenehm ist. Besonders wenn man einen Facebook-Account hat, Dropbox oder diverse andere Dinge. Wenn ihr auf das alles hier verzichten könnt, werdet ihr aber auf Mail nicht verzichten können. Dann würde ich auch hier empfehlen, euch vielleicht eine Verschlüsselung, ja, eine kostenlose oder eine kostenpflichtige Verschlüsselung zuzulegen und eure wichtigen Mails, besonders eure wichtigen Mails, wo zum Beispiel ja irgendwelche PIN-Nummern oder irgendwelche Banknummern, wenn das mal der Fall sein sollte, dass ihr über Mail die versenden müsst, dass ihr die auf jeden Fall verschlüsselt. Und Achtung, wenn die Gegenseite es entschlüsseln sollte, den Schlüssel nicht über den gleichen Weg schicken, weil dann hetzt der Hacker ja auch, macht das dann telefonisch oder so und gibt es der Gegenseite. Ja, also was ich kurz und bündig eigentlich zum Thema Sicherheit sagen kann, besonders jetzt für das Basic-Wissen, es wird sehr schwierig. Auch wenn ihr jetzt hier im linken Bereich, da habe ich extra hier alles ohne Farbe gemacht, auch wenn ihr im linken Bereich unterwegs seid und all die Sachen bedacht habt, in dem Moment, wo ihr ins Web geht, wird das schon nicht mehr so funktionieren. Also wenn ihr all diese Daten habt, aber ihr speichert jetzt wichtige Daten in die Dropbox, das sind ja fremde Server, fremde Rechner, zwar vergewissern die alle, dass natürlich eure Daten bei denen ihren Servern sicher ist, aber wir müssen einfach mal davon ausgehen, eure Daten sind auf fremde Rechner. Und egal was, also es kommt natürlich darauf an, auch was ihr da drauf hochspielt, auch die Dinge kann man verschlüsseln. Also ich habe Dropbox und ich kann verschlüsselte Container in Dropbox erstellen, das geht. Und die sind dann 128-Bit verschlüsselt, man kann es auch höher verschlüsseln. Und da ist auch ein gewisser Schutz da, ist empfehlenswert, macht aber auch nicht jeder. Facebook kann man so und so nutzen, manche posten sehr viel Privates. Dann ist es wirklich so, dass Facebook auch eine Datenkrake ist, wie Google und Co. YouTube kann man konsumieren, aber kann auch einen eigenen YouTube-Kanal machen, haben, so wie ich jetzt auch. Und dann ist man auch ein bisschen gläsern. Also die Leute können relativ viel über jemanden erfahren, über Facebook, über Google, über YouTube. Und da muss jeder für sich selber abschätzen, wie weit er diese Dienste nutzt. Ja, das ist jedem... Ja, wenn ihr wirklich jemand seid, der sagt, ey, meine Sicherheit geht vor und ich brauche den ganzen Quatsch nicht, dann würdet ihr wahrscheinlich hier nicht unterwegs sein, aber eine Mailadresse habt ihr und dann solltet ihr wirklich auch auf eure Mails achten, was ihr in Mails reinschreibt und wie wichtige Daten, ob ihr die überhaupt über Mail versendet und wenn, eben über verschlüsselte E-Mails. Dazu kann ich natürlich noch ein separates Video machen, wie das funktioniert mit verschlüsselten Mails. Das ist natürlich ein gewisser Schutz. Ja, ich hoffe, das Thema war jetzt gerade für Anfänger nicht zu heftig. Für fortgeschrittene YouTuber jetzt, die auch mich hier abonniert haben, wird dieses Thema höchstwahrscheinlich nichts Neues sein. Ich wollte das einfach mal hier thematisiert haben. Also hier diesen Schutz komplett, diesen hier geschützt zu sein, da muss man nur einen gesunden Menschenverstand haben. Wenn man wirklich diese Dienste vernünftig nutzt und nicht zu viel Privates, nicht zu viel
sag ich mal, Sachen, die nicht in die Öffentlichkeit gehen sollen, veröffentlicht, dann besteht wirklich immer noch ein normaler Schutz, also ein guter Schutz. Aber wenn ihr halt hier ein paar Sachen veröffentlicht, die eigentlich nicht jeder sehen sollte, hier bei YouTube auch noch viel Preis gibt, ja, von euch selber, dann seid ihr gläsern, also seid ihr findbar, man kann über euch Daten herausbekommen. Und wenn das euch nicht liegt und ihr das nicht möchtet, dann solltet ihr vielleicht meine Ratschläge euch zu Herzen nehmen und euch Gedanken drüber machen. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr das alles so wie das hier aufgelistet ist, auch benutzen tut und achtet und nicht wichtige Daten rausgibt, dann besteht auch keine große Gefahr. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr auch dabei. Wir sehen uns.